Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Reihe Revolutionen in Ostpreußen. Und wie beim ersten Teil bei der Säkularisierung des mittelalterlichen Staates des Deutschen Ordens, reden wir auch heute wieder über eine Revolution von oben, nämlich die preußischen Reformen zwischen 1807 bis 1820 mit Nachwirkungen und weiteren Gesetzen bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. Wenn man sich die Geschichte Preußens, auch Ostpreußens, anschaut, erstaunt der überraschend schnelle und auch kontinuierliche Aufstieg in Preußen im 18. und 19. Jahrhundert zu einer europäischen Großmacht genommen hat. Im 18. Jahrhundert lässt sich das in erster Linie erklären durch die kontinuierliche Folge von vier starken Herrschern in Folge vom großen Kurfürst bis hin zum Friedrich den Großen. Um 1806, 1807 ist von dieser Größe Preußens nach einer Niederlage gegen Napoleon nichts mehr übrig. Preußen liegt ganz weit unten und hat seinen Status als Großmacht in Europa längst verloren. Und dennoch erlebt Preußen im 19. Jahrhundert nach dem Sieg über Napoleon einen bilderbuchartigen Aufstieg zu der am schnellsten wachsenden Macht in Europa, der modernste Staat in dieser Region. Und man wird sicherlich nicht sagen können, dass es in dieser Zeit um besonders starke Herrscher gegangen sein kann. Preußen hat hier das Glück auf richtige Männer und den Mut für zentrale Reformen gesetzt zu haben. Wir bewegen uns um 1800 in einer Zeit des Umbruchs. Große naturwissenschaftliche Revolutionen haben stattgefunden. Man denke an die Entdeckung der Elektrizität, die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die Pocken, weitere bahnbrechende naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Die Welt war entdeckt worden. Überall fand man neue Kontinente, Länder, Kulturen und die Wunder von Flora und Fauna. Und vor allem aber hat das 18. Jahrhundert die Aufklärung geprägt, also eine neue Gedankenwelt, welche den Bürger mit Rechten und Pflichten versah, den Staat als zum Gemeinwohl verpflichtetes Gesamtwesen. Und wir haben die großen Revolutionen, die Glorious Revolution in England am Ende des 17. Jahrhunderts als die Geburtsstunde des modernen Parlamentarismus, die amerikanische Revolution, also die Unabhängigkeit von der britischen Krone, eine Verfassung, die auf die Menschenrechte Bezug nimmt und nicht zuletzt die französische Revolution, die natürlich besonders in Europa eine Erschütterung auslöste, die Ermordung des Königsehepaars und die Verbürgerlichung, ein radikaler Wandel in Gesamteuropa, der dann ja auch mehrere Kriege auslöste. Neben den Schrecken des Krieges bewunderte man aber diese Wucht, diese Begeisterung, die in Frankreich ausgebrochen war, auch die Kodifizierung des Rechtes im Code Civil. Und all das sah man in Preußen, nachdem nun der Stolz des Landes, dieses große Militär, was Friedrich der Große aufgebaut und so erfolgreich geführt hatte, durch Napoleon regelrecht hinweggefegt worden war. Von dem Stolz, von der Würde Preußen war nichts mehr übrig. In dieser Zeit, 1807, entwickelte insbesondere auch Theodor von Schön die sogenannte Rigaer Denkschrift, in der er ausführt, dass die Ideen, die aus Frankreich kommen, so stark sind, dass sich die damit verbundenen Entwicklungen nicht bremsen lassen. Und entweder gibt es eine gewalttätige Revolution von innen oder der Untergang des Staates und die Eroberung des Landes von außen oder aber der Staat reformiert sich selbst. Eine Revolution im guten Sinne, eine Demokratisierung in der Monarchie. Und genau das, diese Reformkräfte schaffen es nach der Niederlage gegen Napoleon, sich beim König
und bei den wichtigsten Kräftzentren im Lande durchzusetzen. Freiherr von Stein und Karl August Fürst von Hardenberg sind da die wichtigsten Protagonisten. Und sie sorgen dafür, dass das 19. Jahrhundert das bürgerliche Jahrhundert werden sollte. Die Abschaffung der ständischen Privilegien des Adels, zumindest weitgehend. Und eben eine neue Freiheit, eine neue Entwicklungsmöglichkeit für alle Bürger und Bauern und Handwerker, die es im 18. Jahrhundert noch nicht gegeben hat. Um 1800 leben wir noch in einer Zeit, wo die Bauern in Leibeigenschaft dem Gutsherrn verpflichtet sind, wo es Bürgerlichen noch verboten war, ein Gut zu erwerben und Adligen wiederum ein Verbot auferlegt war, normalen Handel zu treiben. In der Regel musste man den Beruf erlernen, den die Eltern davor hatten. Das betraf also auch die bürgerlichen Handwerker. Und man konnte nicht einfach den Berufszweig wählen oder auch den Standort wählen, den man bevorzugte, weil da wiederum auch das Zunftwesen Mitspracherecht hatte und ganz klar regelte, wer an welcher Stelle dann als Handwerker tätig sein durfte. All das bremste ungeheuer die Produktivität, die Freiheit, auch die Motivation, selber etwas aus sich zu machen, aus. Und schon im 18. Jahrhundert hat insbesondere durch Friedrich den Großen im ländlichen Raum ein kleiner Wandel eingesetzt. Auf den königlichen Domänen, also den Gutsbetrieben, die im Privatbesitz des Königs waren, durften und wurden auch dann bevorzugt eingesetzt, bürgerliche Domänenpächter werden. Wir sehen hier zwei Damen, die mit Domänenpächterfamilien sozusagen verbunden sind. Frau Amtsfrau Dallmann, die Großmutter des späteren Oberpräsidenten Theodor von Schön, und ihre Enkelin, die Schwester von Theodor, beide eben wirken adlig, sind aber auch erst später nobilitiert worden und stammen aus Familien, die eben sehr erfolgreich diese königlichen Domänen bewirtschaftet haben. Wie kann man ein Gut erfolgreich betreiben? Man guckt, dass das Gut Gewinn abwirft. Was heute selbstverständlich klingt, war damals alles andere als normal. Denn im Mittelalter und noch bis weit in das 18. Jahrhundert hinein war ein Landwirtschaftsbetrieb in der Regel dazu da, möglichst viel selbst für sich zu erwirtschaften an Lebensmitteln. Also zum Beispiel Getreide anzubauen in der klassischen Dreifelderwirtschaft, Sommergetreide, Wintergetreide und die Brache. Man hatte seinen eigenen Mikrokosmos der Selbstversorgung von allen Tieren ein bisschen, damit man eben Milch, Eier, Fleisch, Wolle hatte. Aber man guckte nicht damit, ob sich damit Geld verdienen ließ. Ein Gutsbetrieb in der Nähe einer Stadt mit einem großen Markt für zum Beispiel Frischgemüse baute deswegen immer noch nicht Gemüse an. Eine Brennerei, eine Umstellung auf moderne Früchte wie Kartoffeln oder Ackerklee hat man zunächst nicht angebaut, weil es den Traditionen widersprach. Und die Idee, Geld damit zu verdienen, viel Geld damit zu verdienen, indem man auf bestimmte Wirtschaftsbetriebe verzichtete und einen besonderen Schwerpunkt entwickelte, dieses Denken brachten erst bürgerliche Fachleute auf, die dann eben als Domänenpächter außerordentlich erfolgreich waren. Die es auch gelernt haben, die studiert haben. Ein Adliger hat sein Gut oft einfach nur geerbt, hatte natürlich eine lange Traditionslinie an diesem Gut. Aber er war nicht unbedingt ein guter Agrarfachmann oder überhaupt an dem Thema interessiert, lebte vielleicht auch die meiste Zeit seines Lebens weit entfernt im Stadthaus am königlichen Hof oder war im Militärdienst. Als man nun entdeckte, wie erfolgreich diese Domänenpächter bürgerlich auf den königlichen Domänen wirkten, kam natürlich die Idee auf, dass auch auf die allgemeinen privaten Adelsgüter in Preußen umzusetzen. Aber selbstverständlich gab es großen Widerstand beim Adel selber, als die Privilegien dort hinterfragt wurden. Diese preußischen Reformen betreffen natürlich den Gesamtstaat Preußen. Warum ich aber von einer Revolution in Ostpreußen rede, liegt
daran, dass zum einen ein Großteil dieser Edikte in Königsberg und Memel erlassen wurden, weil damals nach der preußischen Niederlage sich der Königshof und die gesamte Staatsregierung eben dort aufhalten musste und nicht in Berlin. Zum anderen war Königsberg das geistige Zentrum, sozusagen der Kristallisationspunkt für viele dieser Reformen. Königsberg, die Stadt von Immanuel Kant, aber eben auch von Professoren wie Christian Jakob Kraus, dem großen Ökonomen und Kameralisten aus Ostpreußen. Dort waren diese Ideen weitgehend vorgedacht und entwickelt worden, auf denen dann eigentlich die Ministerialbeamten wie Theodor von Schön, die dann diese Edikte schrieben und umsetzten, zurückgegriffen haben. Theodor von Schön selber hat ja auch bei Immanuel Kant gehört. Die zentrale Person selber war natürlich Karl August Fürst von Hardenberg als Kanzler in Preußen und initiiert vorher war das dann auch Freiherr Karl von Stein, die durchaus Fürsprache von Königin Luise in dieses Amt gehoben wurden und dann eben die Unterstützung bekamen, dieses Reformwerk in Gang zu setzen. Was haben sie nun alles umgesetzt? Es ist ein umfassendes, nahezu alle Bereiche des Staates umfassendes Reformwerk. Wir reden über eine Bildungsreform durch Wilhelm von Humboldt, der nicht nur die Universität in Berlin gründet, dort die Habilitation einführt, das heißt, der Professor muss auch seine Lehrbefähigung nachweisen. Für ihn ist Bildung das Zentrale, er greift dort auf die Aufklärer zurück, etwas, was den Menschen ausmacht, was ihn prägt. Man kann ausgebildet werden und etwas lernen, aber Bildung muss man aus sich selber heraus entwickeln. Wir haben die große Militärreform, die preußische Armee, der Stolz Preußens unter Friedrich dem Großen, war ja nun gerade vernichtend geschlagen worden gegen die französische Revolutionsarmee. Man merkte, es ist ein unglaublicher Unterschied, ob man verpflichtete Soldaten hat oder einfach begeisterte Patrioten, die für den eigenen Land, für die Ideen kämpfen. Auch das Offizierswesen musste reformiert werden. Bürgerliche hatten nun die Möglichkeit, auch den Offiziersrang zu bekommen. Und der Offiziersgrad richtete sich nicht mehr allein nach dem Dienstalter, sondern auch nach Befähigung und Erfolgen. Wesentlich waren Reformen im Staatswesen. Ein Ministerialressort wurde eingeführt. Der König konnte nicht mehr ohne seine Minister regieren, die vom Fach waren, die verstanden, was sie da taten. Und letztendlich das, was wir heute als Berufsbeamtentum kennen. Also ein Beamten, der angemessen entlohnt wird und deswegen auch für Bestechungen und Korruption nicht so anfällig ist, wurde damals entwickelt. Regierungsbezirke, Landkreise als neue zentrale Gliederung wurden eingeführt. Die Binnenzölle zwischen den verschiedenen preußischen Landesteilen, die den gesamten Handel ungeheuer verteuert hatten und auch verkompliziert und verlangsamt hatten, wurden abgeschafft. Gewerbesteuer als eines der zentralen Elemente, progressiv gestaffelt nach der Höhe, also auch ein ganz modernes Element unserer heutigen Staatsverfassung, wurde damals eingeführt. Gesellschaftlich und im Sinne der eigenen Mündigkeit des Bürgers mit Rechten und Pflichten war aber die sogenannte Bauernbefreiung. Und mit der fing dann auch tatsächlich dieses gesamte Reformwerk an. Das erste berühmte Edikt ist das in Memel erlassene Bauernbefreiungsedikt vom Oktober 1807, in dem es heißt: Ab dem Martinitage 1810 gibt es keine Gutsuntertänigkeit in allen unseren Landen. Ab dem Martinitage 1810 gibt es nur freie Leute. Leibeigenschaft. Was ist das eigentlich? Man muss sich eine Leibeigenschaft vorstellen als ein aus dem Mittelalter gewachsenes Ständesystem. Der Leibeigene hat keinerlei Rechte gegenüber seinem adligen Gutsherrn. Er darf den Gutsbezirk nicht ohne Genehmigung verlassen. Er darf noch nicht mal heiraten. Er darf keinen Beruf wählen, der ihm nicht der Gutsbesitzer erlaubt. Seine Kinder müssen gemäß der Gesindeordnung im Gutsbezirk kostenlos im Gutshaus
Dienste leisten er selber, je auch nach seinen eigenen Besitzrechten am Hof, Frondienste leisten, das heißt sich selber, aber auch seine Zugtiere zu bestimmten Zeiten und bestimmten Umfang für die Bewirtschaftung des eigentlich adligen Gutsbesitzes zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich schwierig, wenn das Getreide reif ist, dass man nicht die eigenen Felder abernten kann, sondern dies für den adligen Gutsbesitzer zunächst tun muss. Ein Leibeigener hat auch keinerlei Motivation und Interesse daran, viel zu arbeiten und besonders erfolgreich zu wirtschaften, weil ihm das eigentlich überhaupt nichts nützt. Nun wurden die Bauern befreit. Sie konnten sich frei bewegen, sie konnten weggehen, sie konnten heiraten, sie konnten im Prinzip jede Wirtschaft gründen, die sie interessiert haben. Viele wollten natürlich den Hof erhalten, auf dem sie bislang zwangsverpflichtet gearbeitet haben. Aber das ging eben nur durch eine Entschädigung des Gutsbesitzers. Und ohnehin, der Wegfall der Frondienste musste entschädigt werden und dafür wurden diese Hofstellen bewertet und Land abgetreten. Ein unglaublich kompliziertes Verfahrens- und Regelwerk, was bis 1860, 1870 sich hinzog, aber was letztendlich tatsächlich dazu führte, dass es viele selbstständige, hochmotivierte Bauernstellen gab und gleichzeitig sehr erfolgreiche Güter. Die Güter wuchsen sehr schnell an Land, weil sie eben Entschädigungsleistungen von den Bauern bekamen und sie konnten jetzt wirtschaftlich und ökonomisch autark handeln. Auch die Dreifelderwirtschaft, die Gewannordnung, den Flurzwang, das alles gab man auf. Die Allmende, das gemeine Land, was keinem gehörte, was aber auch deswegen immer in einem schlechten Zustand war, wurde aufgeteilt und die Bauern bekamen eigene Höfe, eigene Felder und konnten all das Neue, was damals aufkam, ausprobieren. Also Kartoffelanbau, Kleeanbau, spannende Fruchtfolgen, Tierzucht, also moderne Merino-Schafe sich anschaffen, die bessere Wolle leisteten oder eben Kühe, die viel mehr Milch gaben. All das ist im 19. Jahrhundert durch diese Reform in Gang gesetzt worden. Und aus diesem Grunde ist auch die Bevölkerung stark angestiegen. Man konnte beliebig heiraten und durch die Medizin starben nicht mehr ganz so viele. Und trotzdem hat die Lebensmittelproduktion das leicht auffangen können. Große Hungersnöte hat es bis auf das Jahr 1847 mit der Kartoffelfäule nicht mehr danach gegeben, solange zumindest kein Krieg zum Hunger geführt hat. Auch in den Städten wurden die Zünfte eingegrenzt, das heißt, jeder konnte sich selber niederlassen, Meister werden und einen eigenen Betrieb gründen und letztendlich so erfolgreich wirtschaften, wie es möglich war, ohne dass die Zünfte mitsprachen. Es gab sie noch, aber ihre Rechte waren stark eingeschnitten. Und auch das war für die handwerkliche Produktion ein unglaublicher Fortschritt. Sind die preußischen Reformen also eine alleinige Erfolgsgeschichte? Sicherlich nicht. Zum einen setzten sich nach dem Sieg über Napoleon und dem Wiener Kongress die konservativen Kräfte wieder durch. Viele Maßnahmen wurden abgeschwächt, zurückgenommen und letztendlich versank Preußen in einer Zeit der Restaurierung, die Aufbruchstimmung, die Entwicklung der bürgerlichen Freiheiten wurden zurückgenommen und das Zeitalter des Biedermeiers, wo man sich in das Private zurückzog, begann und hielt über Jahrzehnte an, letztendlich bis zur berühmten Märzrevolution 1848. Zum anderen waren die sozialen Folgen durchaus auch kontrovers. In einem alten gutsuntertänigen System hatte der Gutsherr viele Rechte. Er war gleichzeitig Polizeipräsident, Gerichtsvorsitzender und deswegen war das für die Bauern zum Beispiel in einem Konfliktfall ausgesprochen schwierig, sich gegen den Gutsherrn durchzusetzen. Gleichzeitig hatte der Gutsherr aber auch Pflichten. Wenn ein Hof abbrannte, wenn ein Bauer erkrankte, musste der Gutsherr in die Pflicht eintreten, dieser dann von Armut und Hunger und Tod bedrohten Familie zu helfen. Das fiel auch weg. Und die Entwicklung einer Sozialversicherung, einer Arbeitslosenhilfe, die kam dann erst Jahrzehnte später unter Bismarck. Es gab also eine Übergangszeit, wo die Bauern auf einmal ganz auf sich allein gestellt waren und gerade durch das
Ablösen der Frondienste und anderer Besitzrechte sehr, sehr viele in entsetzliche Armut gerieten. Viele bekamen auch einfach viele Kinder, weil sie endlich heirateten und im Prinzip ohne auf die wirtschaftlichen Folgen zu denken oder gerade weil man eben Kinder als wirtschaftliche Absicherung für das Alter ansah, einfach Großfamilien gründeten, die sich dann von dem kleinen Hof nicht mehr ernähren ließen. Das 19. Jahrhundert ist daher auch das Jahrhundert der Auswanderung. In erster Linie zunächst erstmal, gerade auch aus den preußischen Gebieten, nach Amerika, in das gelobte Land ohne König, ohne Papst, wo jeder etwas aus sich selber machen konnte, der berühmte American Way of Life. Viele wanderten aus, vielleicht auch aus religiösen Gründen, weil sie eben im preußischen Staat als keinen Kriegsdienst leisten wollten. Die Wehrpflicht war ja eingeführt worden, aber eben einfach wirklich aus wirtschaftlicher Not heraus. Später verschob sich die Auswanderung sehr stark in das Ruhrgebiet. Dort gab es einfach mehr Arbeit und der Industriearbeiter, dem es auch nicht gut ging, war aber immer noch besser entlohnt als der Landarbeiter auf den ostpreußischen Gütern. Dass wir im Ruhrgebiet so viel polnische Nachnamen um 1900 und 1920 haben, liegt daran, dass viele masurische Bauern damals einfach ausgewandert sind. In Amerika wiederum finden sich eben viele, viele Deutsche aus den Ostgebieten, Schlesien, Pommern, Ostpreußen, die eben infolge dieser Reform ihr Vaterland, ihre Heimat und ihre Sprache verlassen mussten.